Der ist wirklich Model. Wow, der ist sogar von Villeroy. Emma, habe ich mal springen lassen. Boah, der ist ja richtig sexy. Der geht so hochgeschoben. Ja, guck mal jetzt. Oh. Ich habe gestern Selbstfreunde drauf gemacht, nur im Gesicht und ein bisschen im Dekolleté. Yeah, I'm feeling a little bit orange, as you can see. Ich habe ein bisschen Lipliner drauf gemacht, weil das sah echt sehr komisch aus mit meiner Lippenfarbe. Also es war ganz weird. So krass, heute ist einfach der 11.04. Und genau heute vor einem Jahr habe ich von meiner Schwangerschaft erfahren. Habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. So krass. Und einfach ein Jahr später habe ich ein 3-monatiges altes Baby. Und er ist einfach da. Das ist so heftig, ey. Genau. Ich war gerade wach. Okay, Baby schläft wieder. Baby's drinking and the sun is shining. Jetzt hat Mami geredet und jetzt bist du abgelenkt, ne? You go. So, dass ich manchmal dockt er sich so ab und guckt mich einfach nur so an. So. Ich glaube, der Papi kommt. Der Papi kommt. Papi ist wie immer am Telefonieren, wenn er reinkommt. Ne? Papi ist immer am Telefonieren, wenn er reinkommt. Hat schon einen Grund, warum ich ihn den Telefonierer getauft habe. Er ist immer am Telefonieren. Immer. Hallo. Also, süß, ne? Ja. Hallo, Herr Telefonierer. Hallo. Ich muss nur noch telefonieren, sorry. Ach so. Ja. Sie sind süß geworden, ne? Ja, sie sind sehr süß geworden. Du bist einfach süß geworden. Haben wir was Süßes gemacht. Haben wir was Süßes? Wir könnten einfach Konditorei sein. Süßes machen. Hi, Nelio. Ich gebe ihn dir nicht mehr wieder. Okay, dann kannst du ihm ja Bub geben. Das ist jetzt Papi-Time. Dann gib ihm Bub. Das will ich sehen. Diese Hände. Diese Hände. Die nehmen unsere Ideen mit. Und die machen dann noch einen Termin und dann gehen wir zu denen. Wir müssen diese Woche unbedingt die Couch planen auch. Weil die haben bis zu 8 Wochen Lieferzeit. Und damit die noch vor dem Sommer kommt. Okay. Können wir die vielleicht planen, wie wir die haben wollen, in welcher Farbe. Wir planen nämlich dieses Jahr unseren Garten so halbwegs fertig zu machen. Denn letztes Jahr war Projekthaus. Das ist jetzt eigentlich alles done. Nur außen, wir haben halt einen relativ großen Garten und der ist halt noch gar nicht gemacht. Also das ist alles hässlich. Und da sind wir jetzt am Plan, was wir machen. Dafür wollten wir halt dieselbe Couch, die wir hier haben, die kennt ihr auch schon, auch für draußen bestellen. Nur mit Stoff für außen, also dass es auch drauf regnen könnte und so weiter und so fort. Weil wir lieben diese Couch, sie ist einfach geil. The sun is so strong, baby. Nili, ist deine erste Autowäsche jetzt? Müdi? Er ist voll unbeeindruckt. Er ist voll unbeeindruckt. Ja. Also Sula ist beeindruckter, wenn wir drin sind. Echt? Wie macht er? Er ist natürlich. Wow! Dann machst du bitte zweimal die Mittagessen selber rollen. Eugen bestellt gerade Essen, damit wir es einfach noch abholen. Dann zu Hause essen. Aber wann willst du das Eis holen? Doch kein Eis. Okay, morgen Eis. Morgen Eis, okay. Aber morgen sind wir wegen Gartenplanung. Ja, aber dann können wir Eis essen. Das sieht aus, als ob du im Urlaub bist. Oh, danke. Ich habe eben eine Story gemacht, ne? Mhm. In links in Düsseldorf von dem Mr. Wash. Ich habe gesagt so, guck mal, wir gehen heute Waschanlage, Vater, Sohn, früh übt sich, Papa, cool. Pass auf jetzt, es ist einfach chinesisch. Weißt du, was es ist? Aber du weißt, was das ist, ne? Ja, meine Bluetooth-Anlage. Das ist, weil deine Bluetooth-Anlage noch... Aber ey, poste das mal.
Und sag mal, ey, was sagen die? Vielleicht lässt du die voll über dein Auto. Wir haben das Essen abgeholt. Und zwar beim bösen Chinesen in Düsseldorf. Richtig nice. So, zeige euch. Das war richtig Nilo-Intro. Also, das sind kleine Pfannküchlein. Und dann nimmt man hier Ente. Und dann nimmt man hier die eingelegten Sachen. Was war das? Kohlrabi, glaube ich. Kohlrabi, Gurke. Gurke. Karotte. Karotte. Und ein bisschen. Das ist das Beste daran. Ich Nele finde auch, das ist das Beste. Lochzwiebel. Dann kommt die Soße drauf. Dann dreht man das. Rollen. Und dann. Hammer. Sehr geil. Schmeckt gut? Ja, Mann. Geil. Wir haben Dienstag und ehrlicherweise habe ich ein bisschen vergessen zu filmen. Aber es ist auch nicht so viel passiert. Heute war ein Gärtner da, der auch schon was bei uns im Garten gemacht hat. Und wir haben unseren Garten durchgesprochen. Denn unser Projekt für dieses Jahr ist ja, wie ich schon gesagt habe, unser Garten. Dass der vielleicht einigermaßen fertig wird für Sommer. Ich weiß aber nicht, ob wir das alles so hinbekommen, wie wir das planen. Dieses Jahr meine ich halt. Und aber war mal cool, irgendwie mal mit Leuten zu sprechen, die das professionell machen und noch eigene Ideen mit reinbringen und wir dadurch halt so ein Konzept erstellen können von unserem Garten, weil das ist noch eine ganz andere Baustelle als so ein Haus. Weil da kann man ja irgendwie sehr viel alleine. Okay, im Garten kann man auch viel alleine machen, so, aber ich kenne mich da halt so gar nicht aus. Nelio, habe ich gerade schlafen gelegt, der ist gerade am Schlafen. Und trotzdem können wir jetzt schon mal die Couch aussuchen, die wir uns bestellen werden für den neuen Garten. Da weiß ich schon, welche Form die Couch haben soll. Nur die Farbe ist halt so eine Sache. Ich habe euch erzählt, es wird ja dieselbe Couch, die wir im Wohnzimmer stehen haben, nur mit einem Stoff, der auch für außen geeignet ist. Ich zeige euch jetzt zwei Farben und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr schöner findet und praktischer finden würdet für eine Couch. Für draußen, wohlgemerkt. Achtet bitte nicht auf den Preis. Das wird auf jeden Fall noch eine andere Couch, aber damit ihr die Couch in voller Größe mal sehen könnt, wie es aussehen könnte. Sofa. Hier, die haben wir zum Beispiel auch. Also das ist ja auch in diesem Kord, nur wir haben die in einem Dunkelgrau. Das ist ja so ein Kamel, beige, braun. Danke, danke. Und zwar einmal diese Farbe, die nennt sich Stone. Ich mache das mal größer. Das würde auch eigentlich ganz gut passen. Oder Light Gray. Und zwar sieht das so aus. Der Stoff ist halt ein helles Grau. Oder so ein Zwischending. Das ist sowas zwischen Grau und diesem Stone. Auch cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr sagt. Ich weiß es nicht. Ich tendiere zwischen den beiden. Schwierig. Was wir den ganzen Tag vergessen? Du hast den ganzen Tag vergessen zu vloggen. Also, der Herr Kasakow ist wieder da. Hallo. Er hat festgestellt, ich bin Professional Vlogger. Ich habe hier einen Ayran vom lieben Lukas Podolski. Mangal, Döner. So hat er Döner mitgebracht. Beste Döner. Beste Döner. Wir gucken Elite weiter. Döner. Voll lecker. Ist echt lecker. Ist schon richtig gut. Sehr, sehr lang. Ich glaube, ich habe den die ganze Schwangerschaft nicht einmal gegessen. Ja. Das Brot ist halt selbst gemacht, ne? Also irgendwie sehe ich so ein bisschen nackig aus. Weil ich so geschminkt bin, aber keine Wimpern drauf habe. Ich habe jetzt einen Wimperntermin, jedoch werde ich mir ein Wimpernlifting machen und meine Wimpern färben anstatt Wimpern-Extensions. Das hatte ich noch nie, das wird das erste Mal sein. Und hier seht ihr mal meine Wimps ohne Lashes, ohne nichts. So sehen die jetzt aus und dann werdet ihr gleich sehen, wie die dann aussehen werden. Und ich kriege neue Nails. Und zwar ist das jetzt auch schon mittlerweile wieder 4 Wochen her. Und neue Fußnägel. Die werden auch gemacht. Das ist auch schon länger her und heute ist erstmal komplette Beauty-Programm am Start. Ich fahre das allererste Mal mit Nelio hin und meine Mama kommt mit, dass sie sich halt dann um Nelio kümmern kann, wenn er anfängt zu weinen. So
sodass ich so eine kleine Unterstützung habe. Und das wird eh. Das wird super entspannt. Jido ist immer entspannt, aber es ist halt immer besser, wenn eine Person noch extra dabei ist. Aber ich glaube, beim nächsten Mal werde ich dann das auch alleine schaffen. Also fürs Erste ist vielleicht ganz gut, wenn jemand dabei ist, aber fürs nächste Mal kriege ich es auch hin. Ich würde es auch jetzt hinbekommen, aber so ist es ein bisschen stressfreier, weil halt direkt drei Termine anstehen und nicht nur einer. Wenn nur einer anstehen würde, wäre ich auch alleine hingegangen. So, damit ihr mal seht, das hier sind meine Nails jetzt. Schon was länger. Ich werde sie auf jeden Fall kürzen. Und mal gucken, ob ich eine Farbe mache. I don't know. Und dann werdet ihr gleich sehen, wie die dann aussehen werden. Eine kleine Attraktion mitgebracht. Ja, so schön wie alles gelaufen ist, habe ich dann einfach meinen Termin verpeilt. Ich habe den eigentlich eine Stunde vorher gehabt. Jetzt bin ich 45 Minuten trotzdem hier und jetzt werden nur die Nägel und meine Wimpern gemacht. Die Füße kommen dann das nächste Mal dran. Wie kann sowas passieren, wirklich? Dein erster Besuch im Kosmetikstudio. Echt, so viel Aufregung hier. Du süße Maus. Also, was soll das? Was ist hier los? Hallo, Leonie. Hallo. Meine Nagelfrau des Vertrauens. So, machen wir jetzt meine Nägel fresh. Mal gucken, was wir machen. Wir werden es gleich sehen. Aber sie hat auf jeden Fall eine Menge Farben, die sie ganz neu beschriftet hat. Nein, wir gucken gleich mal. I'm back. Hallo, Dudi. Die Leute haben dich letztes Mal im letzten Vlog vermisst. Hallo, willst du den Leuten Hallo sagen? Komm her, sag den Leuten mal Hallo. Komm her. Komm her. Hopp. Komm her. Ja, ja. Ja, ja. Meine Wimps sind gemacht. Guck mal bitte, wie schön das aussieht. Sieht aus, als ob ich die ganz leicht getuscht hätte. Aber nein, das ist die Wimpernwelle. Die sind gefärbt. Sehen die richtig, richtig cute aus. Mal gucken, wie ich damit klarkomme. Ich bin sehr gespannt. Falls ihr Erfahrungen damit habt, schreibt es mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und my nails. Ich habe es mir auf jeden Fall wieder kürzer gemacht. Aber ich mag es eigentlich so, wenn es so aussieht. Ist ein bisschen kürzer. Und mit Nedius ist es auf jeden Fall auch entspannter. So ein bisschen kürzere Nägel. Poppy ist da. Der Poppy ist da. Der Poppy ist da. Das ist meine Energie. Einfach an ihn nehmen und so in seinen Nacken riechen. So, wir haben jetzt gleich noch einen Termin im Büro. Wir haben noch einen Termin im Büro, deshalb fahren wir jetzt gemeinsam noch dahin. Und das ist ein sehr wichtiges Termin. Vom Deutschlehrer, der bringt uns Deutsch bei, gefühlt. Der war gar nicht mal so schlecht. Voll geil, also es ist voll die coole Entwicklung, weil es geht zurück. Ja, yeah. Back to basics. Ja, original. Ich glaube, die 2 wird am besten schmecken. Bin gespannt. Boah, wild. Aber da finde ich die erste besser als 5. Echt? Ist halt echt lecker, ne? Super lecker. Ich koche gerade. Ich bin heute irgendwie gar nicht dazu gekommen, irgendwie zu... Nice. Hi. Nochmal. Ich koche gerade und ich bin heute Morgen irgendwie gar nicht dazu gekommen, irgendwie zu frühstücken. Deshalb mache ich mir direkt Mittagessen, weil wir haben jetzt auch schon knapp 2 Uhr. Nidio macht seinen Mittagsschlaf. Alles klar. Mittagsschlaf. Und ich mache mir Scampi Aglio Olio mit Pasta. Super easy. Einfach Olivenöl, Scampis rein, ein bisschen Gewürze, ein bisschen Chili. Und das Einzige, was ich geschafft habe, mir heute zu machen zum Frühstück, ist ein Tee, der bis jetzt immer noch nicht ausgetrunken ist. Die Tasse ist fast so groß wie mein Kopf, ne? Keep it simple, würde ich sagen. Aber sehr lecker. Hier läuft hier mit der Gabel. Hello, ich habe gestern leider nicht so viel gefilmt. Ich habe mein Essen gefilmt, aber das war sehr lecker. Was hast du denn gestern gemacht? Gar nicht. Geschnitten, oder? Doch, gestern habe ich sehr viel geschnitten. Mein Order Eat in a Week, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das sehr, sehr gerne anschauen. Das war sehr viel Arbeit. Aber jetzt passiert was Cooles, denn wir machen ein kleines Firmen-Event und fahren jetzt nach Teambuildingsmaßnahmen. Und gehen mit dem ganzen Team zu Topgolf in Oberhausen. Vielleicht kennt ihr einen oder anderen Topgolf ja aus dem Ausland. Also wir waren da in Dubai? In Vegas waren wir. Und das schon mehrmals. Deshalb, also es ist sehr, sehr nice.
Und die haben das halt jetzt in Oberhausen aufgemacht. Und wir haben einen Stargast, der mitkommt. Der Easy Man. Guck mal, wie süß. Aber er zieht die ganze Zeit aus. Aber schaut mal bitte, wie süß. Die sind zu klein, glaube ich. Ich glaube auch. Die sind schon zu klein. Ich glaube auch. Nur mit den kleinen Füßchen. Und Autofahren findet er ganz toll. Das ist sehr entspannt. Wie mit dem Tintenfisch, damit spielt er auch immer. Ein sehr entspanntes Baby. Und Jackie kommt dann auch mit der kleinen Malia. Das wird cool. Wird so richtig Firmen-Babyfest. Kleiner Zwischenstopp bei Five Guys hier in Oberhausen. Das ist meine kleine Stärkung zum Frühstück. Woohoo. Hi, Schwarz. Guckst du mir zu? Hm. Boah, diese Jalapenos sind scharf. Ja? Mhm. Boah, sonst sind die eigentlich nicht so scharf. Boah, da sind Zwiebeln drauf, Schatzi. Ich wollte keine Zwiebeln. Ich habe ohne Zwiebeln gemacht. Das sind voll die Swivels. Voll dicke. Ich glaube, ich habe deinen gegessen. Und du hast meinen. Ja. Die haben falsch eingepackt, glaube ich. So, angekommen bei Abgol. Ist es hier mit den Babys? Ist Nelly. Und jetzt ist Jackie dran. Come on. Einfach draufhauen. Ja, mein Gott, wir sind ja auch alle keine Profis, ne? So, hier sind alle anderen. Zwei Bahnen. Gar nichts mehr davon. Und Jackie, wie war's? Wie war das Erlebnis? Also Golfprofi werde ich nicht mehr, aber fühlt es sich an wie Vegas hier? Dieser Ausblick. Dieser Ausblick ist auf jeden Fall Vegas. Diese ganzen Neon-Signs, wow. Doch, hier fährt ab und zu mal eine Bahn lang. Also der Eiffelturm da hinten. Ah, stimmt. Der Eiffelturm, wow. Ich krieg gleich so ein Ding in die Fresse. Oh. Best friend! Hallo! Hey! It's your time to shine. Ich glaube, es wird kein Time to shine, aber wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal. Ja, alles gut. Ey, der geht ins Gelbe rein. Übung macht den Meister. Hier, ich geb dir die Cam. Ja, danke. Oh, und zerdrückt mich gar nicht mehr. Oh, du bist so süß. Hier sind die Mamis. Hier haben wir ein Daddy in der Wildnis. So, und die Männer gönnen sich hier ein Franziskaner Weißbier. Auf locker. Und du trinkst? Ein Ipanema. Ein Ipanema. Für alle, die es nicht wissen, cheers. Alkoholfreier Caipirinha. Lecker. Cheers. Cheers. Also wir waren echt schlecht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben jeweils 3 und 4 Punkte gehabt. Also. Wir sind Anfänger. Das braucht nur ein bisschen Übung. Dann wird das. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben mittlerweile auch schon Samstag. Und wir sind auch schon unterwegs. Herr Kasakow ist am Autofahren. Und eigentlich wollten wir gerade frühstücken oder Frühstück holen bei Subway. War dann zu, ist dann jetzt zu Burger King geworden. Schicker Absturz, Alter. Fuck ich mich ab. Aber kannst du mir meins geben? Ich habe eigentlich was Cooles bestellt. Und ich bin auch sehr froh, dass ich es wieder essen kann. Und zwar habe ich mir ein Long Chicken Plant-Based geholt bei Burger King. Der ist wirklich mega, mega lecker. Ich konnte ihn aber in der Schwangerschaft nicht essen, weil ich eine Sojaunverträglichkeit hatte. Ich konnte es einfach nicht essen, es ging einfach nicht. Und jetzt kann ich es wieder. Also, sehr geil. Mhm. Und guten. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Holland. Und zwar fahren wir erstmal wieder in den Dekoladen, wo wir schon mal waren. Vielleicht könnt ihr euch an den Vlog ja mal erinnern, wo wir schon mal da waren. Treffen uns da mit Tina und Naki, denn Tina und Naki sind gerade umgezogen und brauchen ein paar neue Möbel. Und vielleicht wird man da fündig, vielleicht aber auch nicht. Und danach werden wir auf ein Tulpenfeld gehen, hoffentlich, wenn wir eins finden werden, wo man Tulpen selber pflücken kann und die dann kaufen kann und die dann mitnehmen kann. Also ich glaube, das ist ganz cool.
Weil das Wetter ist auf jeden Fall mega geil. Und er ist natürlich auch dabei, der kleine Nili. Heute richtig stylo. Er ist am Chillen, er wird gleich eh wieder einschlafen. Boah, das ist aber heiß. Also, falls ihr Long Chicken Fans seid, müsst ihr auf jeden Fall den Plant-Based probieren, weil der schmeckt einfach genauso. 1:1 genauso. Und schau mal, wie schön der aussieht. Richtig geil. Oh. So süß, wenn Nelio gähnt. Nachher immer so. Oh. Ja, aber der steht gleich ein, der ist voll müde. Wir sind angekommen. Kleines Baby. Tina, kleines Baby. So, wir gehen jetzt erstmal shoppen. Wetter ist wunderbar. Wir haben leider diese Dinge nicht dabei für den Kinderwagen. Deshalb ist er jetzt gerade einfach im Einkaufswagen. Aber es ist super. Ihm gefällt's. Und dieser Laden, wirklich Leute, hier kann man sich einfach tot shoppen. Oder Tina, was sagst du? Was ist dein erster Eindruck? Das ist zu gefährlich hier. Das ist zu gefährlich. Das ist unsere Ausbeute nach 10 Minuten. Mal gucken, was gleich noch passiert. Und der Papi ist wieder am Spielen. It is absolutely beautiful. Tina ist begeistert. Wir sind alle begeistert. Ja, ich bin wieder wie im Urlaub. Das ist aber auch echt einfach mega schön. Ich habe jetzt das mitgenommen für uns, weil wir ja alles sehr so schwarz-grau haben. Und ich mag das Muster richtig gern. Das war eigentlich auch gut, so als Eyecatcher bei uns. Aber ich glaube, damit... Die hat halt mal was auch. Also ich finde die beiden echt wow. Aber die sind alle schön. Ja. Aber ich finde, sowas findet man auch nur cool, wenn man erwachsen wird, ne? Ja. So wenn man so, keine Ahnung, mit 14 war so... Wow. Tati, bitte nicht. Ui, der Grillmeister. Oh mein Gott, du meinst es auch noch ernst, ne? Oh, warum nicht, ne? Ja, weil so blau haben wir viel, haben wir auch diese Teller zum Essen. Ja. Er lebt live eine Diskussion mit. Ja. Wir nehmen beide. Was nehmen? Wir nehmen. Kurz und knackig. Happy wife, happy life. Ja, so ist es. Wo ist mein Ring? Ja, Niguan, wo ist Ihr Ring? Also das ist immer mein Konter, wenn er das sagt. Also hier gibt es auch echt komische Sachen. Das ist ein Pillow Tea Light Holder. Wow. I'm impressed. Falls ihr es eurem Teelicht gemütlich machen wollt. Oh, ah, Blumen, ich sehe Blumen. Blumen, hier gibt's Blumen. Da hinten gibt's Blumen. 2 Stück für euch, aber die müssen süß sein, ne? Vielleicht sind die so sweet, eklig. Sweet and sunny. Ja, da sag ich doch nicht nein, oder? Dann nehmen wir doch die. Das ist jetzt unser Tulpenfeld für heute. Nein, aber richtig schön. Ich habe auf jeden Fall ein paar Blumen mitgenommen. Aber für meine schönen neuen Vasen brauche ich auch schöne neue Blumen. Ja, wow, ein ästhetischer Einkaufswagen. Ja auch. So, jetzt geht's. Ach du Scheiße, zum Auto. Wir sind angekommen bei Tina und Naki in der neuen Wohnung. Wir haben schon alles inspiziert. Eugen ist mit dem Kleinen. Haben Essen bestellt. Beziehungsweise Essen abgeholt. Selber gekocht. Hier wieder beim bösen Chinesen. Das habt ihr schon in diesem Vlog schon mal gesehen. Die beiden kennen dieses Gericht noch nicht. Deshalb ist sehr geil. Und diese Wohnung ist einfach wunderschön. Schaut euch diese Küche an. Schaut euch einfach nur das hier an. Wie wunderschön das aussieht. Wie schön aesthetic. Dieser Wasserhahn ist einfach Supermodel bei uns in der Wohnung. Der ist wirklich... Model. Wow, der ist sogar von Villeroy. Hör mal, hab ich mal springen lassen. Boah, der ist ja richtig sexy. Der geht so hoch. Ja, guck mal jetzt. Oh. Wow. Aber der ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. Schaut mal das Wasser. Wow. Wow. Habt ihr toll gemacht. Habt ihr sehr, sehr toll gemacht. So, die stehen jetzt auf. Super! Danke. Tina wollte sich eine Vase holen. Es ist nichts daraus geworden. Es ist jetzt eine Tasse, ne? Ja. Auch schön. Mit Geschirr. Auch schön. Heute ist Sonntag. Frohe Ostern. Mit mir und mit meinem 18-jährigen Ich. Schön. Ich bin gerade bei meinen Eltern. Und fahren jetzt nach Köln. Willst du auch gezeigt werden? Lili hat gerade seinen Mittagsschlaf gemacht. Und Papi bringt ihn jetzt ins Auto.
Und dann fahren wir jetzt nach Köln. Eis essen. Vielleicht auch zum Schnecken essen. Mal gucken. Super, Papi. Ja, Blueberry Cheesecake. Ja, aber ich will noch mehr. Wie viel kann man so ein Becher tun? 20. Super. Blueberry Cheesecake. Wie viel möchtest du? Wie viel? Ich weiß es nicht. Ich glaube, drei Sorten. Machen wir drei. Blueberry Cheesecake, Salted Caramel und... Machen wir Himbeere. Ja, habe ich heute Morgen vom Kohl gebacken.